Dieses massenhafte Summieren und Multiplizieren, wie in OpenOffice vorgeführt, das gibt's auch in der Mathematik. Dieses ominöse Zeichen, das Summenzeichen, ist dasselbe Ding in der Mathematik. Wenn da sowas steht, j ist gleich 3 bis 7 von mir aus, j Quadrat. Das sieht wirklich zum Erschrecken aus. Das soll nichts anderes sein, als wie so eine großartige Summe in OpenOffice, wo Sie über ganz viele Sachen summieren. Gemeint ist, Sie fangen an mit j gleich 3. Sie setzen j gleich 3. Aha, das ist 3 Quadrat. Dann machen Sie weiter, bis Sie bei j gleich 7 sind. J gleich 3, dann kommt j gleich 4, macht 4 Quadrat. J gleich 5, es kommt 5 Quadrat. J gleich 6, 6 Quadrat. J gleich 7, 7 Quadrat. Fertig. Das soll das heißen in Langschrift. Es gibt ganz viele Ausdrücke, die von irgendeiner Variablen abhängen und die man dann über alle möglichen ganzzahligen Werte der Variablen aufaddieren will. Deshalb diese Erfindung. Das Summationszeichen, das ist der griechische Buchstabe Sigma, das große Sigma, das große S sozusagen im Griechischen, das Summenzeichen. Und hier steht die Formel, die auszuwerten ist. Für jedes J berechne J Quadrat. Hier steht der Startwert, starte mit J gleich 3. Und hier steht der Endwert, ende mit J gleich 7 und dann in einer Schritten durch. Das ist damit gemeint. Sieht haarsträubend aus, aber eigentlich eine ganz billige Geschichte. Nur was für die Faulheit. Das nächste Ding ist das Produktzeichen. Ein großes Pi. P wie Produkt. Das kleine Pi kennen Sie schon. 3,14. Das ist das kleine Pi. Das griechische P. Das große Pi steht für das Produkt. Wenn Sie schreiben J gleich 3 bis 7, J Quadrat, soll nicht addiert werden, es soll multipliziert werden. 3 Quadrat mal 4 Quadrat mal 5 Quadrat mal 6 Quadrat mal 7 Quadrat. Das kommt auch vor, aber bedeutend seltener als das Summationszeichen. Über alle möglichen Dinge, die man hat, multiplizieren. Starten mit J gleich 3 in diesem Fall, enden mit dem Wert 7 und hier steht der Ausdruck, der multipliziert werden soll. Ob das nun J heißt oder K oder N oder I, das ist egal. Also wenn hier eine andere Variable steht, kommt dasselbe raus. Diese Variable ist verborgen in dieser Formel. Summiere J Quadrat über alle J. Dieses J bleibt in der Formel verborgen. Egal, was Sie da als Buchstaben hinschreiben, summiere über alle A gleich 3 bis 7 über A Quadrat, wäre dasselbe Ergebnis. Man schreibt typischerweise I, J, K, L, M, N, irgendwelche Buchstaben aus der Gegend. Hat sich so eingebürgert, muss man aber nicht so schreiben. Ist nur für alle leichter zu verstehen, weil sich alle dran gewöhnt haben, die zu nehmen.